Liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spieler TuS gegen Kickers Offenbach. Ich begrüße den Gästetrainer Rico Schmidt und unseren Trainer Peter Neustädter. Herr Schmidt, Glückwunsch zum Sieg und Ihr Kommentar bitte. Ja, danke. Dankeschön. Erstmal jetzt tief durchatmen. Ich glaube, nicht nur wir, sondern alle, die heute gespielt haben, einschließlich Trainerteams beider Mannschaften, haben heute 100% Leistung gebracht unter schwierigen Witterungsverhältnisse. Man merkt es, durchgespitzt. Ja, der andere hat sich mit Krämpfen zum Schluss geplagt. Für das erste Spiel auch alles Emotionale auch reingelegt, läuferische Komponente. Und ich bin glücklich, dass wir dieses erste Spiel derart gestalten konnten. Das war nicht vorauszusehen. Wir haben gezeigt, dass innerhalb kürzester Zeit, fünfeinhalb Wochen, da was zusammenschmelzen kann an Spielern, die einer Idee folgen, nämlich Begeisterung, mit Begeisterung Fußball zu spielen, für eine Sache auch einstehen. Wir sind Weltklasse unterstützt worden von unseren Fans, hinten raus, das waren jetzt ein paar unschöne Szenen, aber es ist ja trotzdem noch relativ friedlich geblieben. Das hat den Jungs noch den zusätzlichen Kick gegeben, dass es fast ein gefühltes Heimspiel war. Und wie sie das aufs Feld gebracht haben, von der ersten bis zur 90. plus Minute, war überragend. Für das erste Spiel. Ist ja nur ein Spiel gewesen, 3 Punkte, 2:0 auswärts. Da muss man viel, viel richtig gemacht haben. Danke. Herr Schmidt, vielen Dank. Peter, dein Kommentar bitte. Ja, als erstes möchte ich klar meinen Kollegen gratulieren, weil die Offenbach haben heute wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. In allen Belangen haben wir gesehen, ob das in der Defensive stand, sehr gut. Im Mittelfeld haben das Spiel kontrolliert, die Stürmer waren beweglich. Und genau das, was ich jetzt alles vermisst habe gegenüber letzten Test, so wie die Mannschaft sich präsentiert hat, obwohl ich habe wirklich nur eine Position gewechselt, weil der Ibede Mai konnte nicht spielen und hat noch die Sperre gehabt. Da habe ich den Jerome spielen lassen und ja, ich habe die Mannschaft nicht erkannt. Gerade erste 10 Minuten und dann gewinnen wir den Ball. Erste 5 Bälle landen sofort bei dem Gegner. Und dann haben wir uns zwei Dinger selbst rein. Einen, ich weiß nicht, treffen wir den Ball nicht mit dem Kopf oder nimmt man den Kopf weg. Den zweiten spielen wir auf Abseits, obwohl wir spielen nie auf Abseits. Ja, und dann war immer schwer, hinter ihr einfach zu laufen. Und habe ich dann zweite Halbzeit versucht mit dem Kevin Land. Der hat dann über die linke Seite noch ein bisschen Druck entwickelt. Aber die Überzeugung habe ich auch von der Mannschaft nicht gesehen. Ich habe das einfach vermisst. Das, was ich gegen Aachen gesehen habe, was die Jungs auch mir geboten haben gegen und heute, habe ich das in allen Belangen. Ich habe das nirgendwo gesehen heute im Spiel. Der Einzige, und mit einem Mann kannst du so Spiele nicht gewinnen, das war der André Max. Der hat mir mal gezeigt, wie hier in der Liga gespielt wird, weil das war der Einzige und mit einem Mann ist immer schwer zu spielen. Aber wie gesagt, ich gratuliere die Offenbacher, die haben ein sehr gutes Spiel gemacht und für uns ist das gut. Weil jetzt müssen die irgendwann jetzt kapieren, um was es geht, wie es geht. Und ich glaube, die jetzt in diesem letzten Testspiel das abgerufen, aber das muss man in den Meisterschaftsspielen genauso machen und noch mehr. Dankeschön. Danke, Peter. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Sven? Ja. Herr Städter, wo denken Sie, muss man als erstes ansetzen jetzt mit Blick auf die nächsten Spiele? Spiel mit dem Ball. Die Stürmer müssen sich mal ein bisschen bewegen, ein paar Bälle mehr halten vorne, müssen sich auch damit auch mal ein bisschen beschäftigen. Weil ich habe nicht von Anel, nicht von Jerome, aber ich erste Halbzeit gesehen, dass die mal einen Ball vorne halten können, dass die Mittelfeldspieler mal nachrücken könnten, aber erste Halbzeit war Mittelfeld gar nicht im Spiel. Das haben wir auch gesehen. Und gerade die erste Bälle, die ich nicht mal spielen muss, die verlieren wir. Gerade die ersten 5 Bälle. Und ist klar, dann kommt Nervosität. Ist normal, erstes Spiel, junge Spieler, aber dann, und dann passiert sowas, dass wir uns die Bälle dann selbst reinhauen. Geht's noch weiter, Frau? Sieht nicht so aus, dann vielen Dank für euer Kommen, gute Heimreise unseren Gästen und wir sehen uns dann vor dem Spiel gegen Hamburg wieder.